Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Video. Heute geht es um die Babywipe-Technik. Und da habe ich mir dieses Stempelset Heart Happiness ausgesucht. Dazu gibt es auch Framelits. Und zwar sind das die hier, die Framelits zu der Schachtel Volle Liebe. Wir machen heute diese Karte. Ich habe halt dann noch etwas anderes vorbereitet, das möchte ich euch dann später noch zeigen. Ich gebe das mal kurz zur Seite. So, um diese Karte geht's. Wir verwenden dazu, sagt ihr schon, Babywipe-Technik, ein Babyfeuchttuch. Das habe ich jetzt mal auf einen Stempelblock gegeben. Und dann brauche ich natürlich die Nachfüllflaschen. Oder Nachfüllfarbe. Ich habe mir die Farben Zartrosa, die werde ich gleich mal dazu drauf tupfen, Zartrosa, dann habe ich Puderrosa verwendet, auch das einfach nur drauf tupfen auf das Babyfeuchttuch. Feige, das ist jetzt mal Himmelrot, das ist mal Feige. So, ich tupfe das hier auch mal drauf. Und dann noch Himmelrot. Für die Babywipe-Technik finde ich persönlich, ist es besser, wenn man maximal 5 Farben verwendet. 3, 4 Farben reicht. Und ich finde es auch besser, wenn sie ein bisschen zusammenpassen, also von der Farbfamilie her. Nicht, dass ihr sagt, ich nehme jetzt blau, grün, rot, gelb, sondern bleibt dabei ein bisschen in der Farbfamilie. Ich habe mich jetzt diesmal jetzt nur für rosa-lila Töne entschieden. So, das war es eigentlich schon wieder. Da habe ich jetzt mal meine Farbtupfer. Verwendet habe ich, wie gesagt, die Stempel von diesem Set Heart Happiness, und zwar diese Spitzen, die Herzen, die so spitz zulaufen. Einmal den hier, dann diese kleinen süßen, dann das offene Herz, auch wieder spitz zulaufend, und dann gibt es nochmal zu. So. Die Karte habe ich schon zurechtgeschnitten. Und das Masterkarte ist 3,5 Inch mal 6,5 Inch. Maße für Zentimeter bekommt ihr wieder auf meinem Blog. Die weiß ich leider nicht auswendig. Schreibe ich dann auf meinem Blog. So, ihr taucht einfach den Stempel da. Ihr müsst dabei ganz am Anfang ein paar Mal abstempeln, setzt es da, dann verbinden sich auch die Farben jetzt nicht hin und her, sondern immer auf dem Fleck bleiben, aber doch ein paar Mal. Ich stempel es jetzt einmal ab. Das sieht schon so. Und nachdem ich ja mit der Stempelmatte arbeite, habe ich jetzt noch einen Trick für euch, und zwar, weil ich ja da rausstempeln möchte, ich habe mir einfach ein Stück Papier genommen, Unterlage genommen, in die Hälfte geschnitten und über die Stempelmatte geklebt. So, dann tue ich mir jetzt ein bisschen einfacher beim Abstempeln. So, dann kommt einmal mein Herz hier in die Mitte, oder ein bisschen so schräg. Dann habe ich hier noch die kleinen Herzchen. So, und einmal hier das offene Herz, dann habe ich es hier nochmal. Könnt ihr ruhig ein bisschen versetzt stempeln. Und ich finde das total schön, wenn diese Herzen so verschiedene Farben haben, doch in der Farbfamilie sind, aber trotzdem verschieden sind. Und sie sind ja vom Stil her bisschen
würde ich sagen, so Aquarell und da passt das wunderbar. Ihr habt's auch hier, könnt ihr euch auch ein bisschen schauen. Ich sage, ich habe hier jetzt ein dunkleres Herz, dann gehe ich da vielleicht ein bisschen heller rein. So. Da möchte ich jetzt auch noch mal. Und hier möchte ich noch mal diese kleinen Herzchen machen. Die finde ich besonders hübsch. So, das war's schon. Auf ein Stück Extrapapier in Weiß, in Flüsterweiß, könnt ihr euch dann noch mal diese Herzen herstempeln. Ich mache das jetzt gleich ein paar Mal. Ich habe das aber schon vorbereitet. Ihr seht jetzt, wie schön das ausschaut. Ganz egal, wo man da jetzt reingibt. Hat einen wunderschönen, wunderschöne Farbzusammenstellung. Und dann kommen diese Framelits zum Einsatz. Das könnt ihr damit ausstanzen. Wie gesagt, ich habe das jetzt schon vorbereitet. Auch für das große Herz gibt es Frames, auch das könnte man jetzt ausstanzen. Das habe ich für mein anderes Projekt, aber so ist es, anderes Projekt verwendet. So, gehen wir das mal auf die Seite. So, wie gesagt, ich habe das jetzt schon ausgestanzt. Jetzt arbeite ich wieder mit dem silbernen Glanzfaden. Und zwar befestigte ich mir das mit einem Stück Dixon. Einmal hinten. So. Und gehe hier einfach so rum. Ein paar Mal. Nachdem dieser Faden schon, dieser Garn sehr, sehr, sehr dünn ist, müssen wir ein bisschen aufpassen. Ihr könnt aber auch zwischendurch das hinten auch einmal mit dem Stück Dixo oder mit einem Washi-Tape festkleben. So, ich glaube, das reicht mir jetzt. Ein paar so Längen. Einfach abreißen. Ups. Und dann wieder befestigen mit einem Stück Dixo. So, das war's schon. Das kann ruhig ein bisschen unregelmäßig ausschauen. Das passt. So, jetzt schiebe ich das noch zurecht. Und dann werde ich einfach diese zwei kleinen, schon vorher ausgestanzten Herzeln mit den kleinen Dimensionals aufkleben. Sucht euch einfach mal aus, wo es euch am besten gefällt. So, das wollen wir da hinten noch hingeben. Und ein bisschen blink blink muss natürlich auch sein. Da gibt es dann diese Strasssteinchen. Und die werde ich jetzt gleich direkt auf den Faden kleben, die kleinen, so, dann hält das noch mal ganz gut. So. So, dann habe ich mir ausgesucht den Stempel, der passt, finde ich super gut, von den Celebration Sets Blumen von Herzen danke, diesen Stempel. Auch den werde ich hier eintauchen. Ich werde es einmal vorab einmal stempeln. Ja, das passt. So, und den stempel ich hier oben hin. So, ich hoffe, das ist gerade. Ja, das passt schon. So, haben wir hier noch ein kleines
bling, bling. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fehlt mir noch eines. Es sollte ja meiner Meinung nach immer ungerade sein. So, das wäre es schon. Jetzt könnt ihr natürlich ganz viel mit dem vorbereiteten Babytuch, mit der Farbe auf dem Babyfeuchttuch noch stempeln. Ich mache jetzt mal meine Karte fertig. Ich werde das einfach jetzt da mal ankleben. Und zwar auf ein Stück Papier in Feige. Und das Stück Papier in Feige hat die Maße 3¾ × 6¾ Inch. Das Ganze ist eine sehr simple Karte, aber ich finde sie sehr hübsch. Schnell gemacht. Und dann auf eine Karte, auf eine längliche Karte. Die Karte hat die Maße in, für Flüsterweiß 8×7 Inch. Und das Ganze wird bei 4 Inch gefalzt. So, jetzt ist eigentlich meine Karte schon fertig. Jetzt zeige ich euch dann nur noch, was ich sonst noch gemacht habe. Weil mir das jetzt eigentlich leid tut, dass man das jetzt wieder wegschmeißt. Da ist doch einiges an Farbe noch drinnen. Also das ist jetzt meine Karte. Und zwar habe ich diese Boxen noch gemacht. Das sind ausgestanzt sind diese Boxen hier, seht ihr das, mit der Stanzform, die Framelitzform, ein Schachtel voller Liebe. Ich zeige es euch mal da im Katalog, das ist hier. Dann habe ich jetzt nicht diese Schatzkarte-Stempel verwendet, sondern auf der nächsten Seite diese Herzen. So seht ihr das. Also wie gesagt, das ist die Schatzkarte, das ist die, die sind die Framelits Form ein Schachtel voller Liebe. Das muss man zweimal ausstanzen, dann zusammenkleben. Dann gibt es dann natürlich die Ausstanzformen von den Herzen dazu. Auch für einen Spruch gibt es dann noch die Stanzformen. Die anderen Herzen sind auch noch drinnen, die ein bisschen bauchigeren. Und dann habt ihr da so eine Verbindung, das könnt ihr hier drauf geben, dass man das schließen kann. Das ist, wird einmal hier oben wird das gestanzt, einmal hier und einmal wird es hier gestanzt. Sollte ein bisschen weiter unten sein, also ich habe das jetzt schlecht gemacht. Und dann habt ihr da zwei so, ich weiß gar nicht, wie man das so sagt, so eine Verbindung, wo man das dann reinstecken kann. Ja, also bei mir ist es nicht hundertprozentig gelungen. Hier habe ich auch so eine Schachtel gemacht. Und zwar habe ich vorher das ein Flüsterweißpapier komplett bestempelt. Mit dieser Technik, mit der Baby-Wipe-Technik gesetzt es hier. Und dann auch wiederum das Herz bestempelt, ausgestanzt, mit einer Banderole drüber gegeben und schon kann ich mir mein Hintergrundpapier wunderbar selber machen. Dann gibt es dazu diese Kärtchen mit den passenden Kuverts. Die passen dann hier genau für die Schachtel rein. Die ist auch im Katalog. Ich zeige es euch nochmal. Und zwar sind das diese schmalen Grußkärtchen und Umschläge in Flüsterweiß. Total süß. Die sind schon so fix und fertig. Die habe ich jetzt auch nochmal gestempelt, verziert. Und auch das Kuvert verziert. Und habe da ganz viele, eigentlich viele Projekte, nur mit einem, ein paar Tropfen auf dem Babywipe-Tuch, ein paar Tropfen von dem von der Nachfüllfarbe. Ich hoffe, ihr Lieben, es hat euch gefallen. Probiert es aus. Man kann unheimlich viele tolle Farben verwenden, verschiedene Farbkombinationen verwenden. Probiert es einfach aus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.